Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 99, Antrag der Fraktion der SPD betreffend eine Aktuelle Stunde, CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN müssen erst durch den Hessischen Staatsgerichtshof per Beschluss zur Vorlage eines verfassungsgemäßen Landtagswahlgesetzes verpflichtet werden, Drucksache 19/6446 aus 19. Und erster Redner ist Kollege Rudolph für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, na, Herr Landau, Sie haben am wenigsten Grund, hier über Demo zu reden. Ne? Sonst reden wir mal über die Causa Landau. Da gibt es ein paar Sachen zu sagen. Also blasen Sie bitte die Backen nicht so auf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir reden heute in dieser Aktuellen Stunde über die Änderung des Landtagswahlgesetzes, welches dieser Landtag am 15. Dezember 2017 mit der schwarz-grünen Mehrheit in dritter Lesung beschlossen hat. Wir haben damals als SPD neben den LINKEN darauf hingewiesen, dass dieses Gesetz nach unserer Auffassung verfassungswidrig ist. Es ist höchst umstritten. Es basiert auf einer Datenbasis, wo es nach unserer Auffassung aktuellere Zahlen gibt. Und das ganze Verfahren war sowieso ziemlich abenteuerlich. Sie haben immer gesagt von CDU und GRÜNEN, das ist alles rechtsstaatlich, das ist alles gar kein Argument, was die SPD sagt. Gesagt, getan, Sie haben es mit Ihrer Mehrheit verabschiedet. Wir sind dann vor den Staatsgerichtshof gegangen. Wir haben das sorgfältig abgewägt. In der Zwischenzeit mussten Sie feststellen, dass die Stadt Frankfurt vermeintlich falsche Zahlen für die Zusammensetzung der Wahlkreise geliefert hat. Im Wahlkreis 34 gibt es eine Abweichung von über 27% gegenüber dem im Landtagswahlgesetz festgelegten Richtwert von 25%. Als das auskam, übrigens, das hessische Innenministerium, meine sehr verehrten Damen und Herren, wurde am 22. Januar von einem Mitarbeiter der Uni Aachen darüber informiert. Der hessische Landtag wurde vom hessischen Innenminister, zumindest, sorry, ich korrigiere mich, die Fraktionen der SPD wie wahrscheinlich andere Oppositionsfraktionen wurden mit Schreiben am 8. März 2018 eingegangen bei uns, wenn ich das recht erinnere, um 7.58 Uhr, kurz vor der Innenausschusssitzung, informiert, dass der Innenminister uns darüber informiert hat. Ja, wir hätten ein Gutachten erstellt von einem ehemaligen Mitarbeiter der Staatskanzlei, dass eben es gut vertretbar sei, wenn der Gesetzgeber sowohl die 25%-Grenze selbst wie die Abweichung in anderen Wahlkreisen für die bevorstehende Landtagswahl fortbestehen lasse. Und das sei im Grundsatz kein Problem. Und im letzten Satz schreibt der Innenminister, vor diesem Hintergrund empfiehlt die Landesregierung den Fraktionen von einer weiteren Änderung des Landtagswahlgesetzes noch in dieser Wahlperiode abzusehen, obwohl sie explizit die 25%-Grenze im Gesetz festgeschrieben haben, quotiert natürlich von den üblichen Gefälligkeitspresseerklärungen der Kollegen Bellino und Frömmrich, das sei alles rechtsstaatlich, das sei das übliche Getöse. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist die Ausgangsgrundlage. Wir haben dann die mündliche Verhandlung von dem Staatsgerichtshof durchgeführt. Eingangs sagte der Präsident des Staatsgerichtshofes, ich zitiere sinngemäß, es wäre wünschenswert gewesen, wenn sich der Gesetzgeber frühzeitig mit einer umfassenden Wahlkreisreform befasst hätte. Wahlen sind das Herz der Demokratie, und bei einer Operation am Herzen müssen Risiken und Nebenwirkungen besonders sorgsam abgewogen werden. Das hat Ihnen der Präsident ins Stammbuch geschrieben. Wer wenige Monate vor einer Landtagswahl etwas ändert, dann Fehler macht, darf sich nicht wundern, wenn er auf den Boden der Realität zurückgeholt wird. Herr Innenminister und CDU und GRÜNE, Sie haben an der Stelle ausdrücklich versagt, um das sehr deutlich zu sagen. Dann kam in der mündlichen Verhandlung das übliche Gejammere. Die Zeitungen haben es ja auch geschrieben. Da konnte trotz wiederholter Nachfragen nicht dargelegt werden, welche Umstände die Berechnung und Neueinteilung erst ermöglichen. Die Frage, warum die nötigen Zahlen nicht innerhalb weniger Tage zu bekommen sei, blieb unbeantwortet. Angesichts der Armada von Bedenkenträgern stärkt die erfrischende Unerschrockenheit, mit der die Einwände vom Staatsgerichtshof zurückgewiesen wurden. Und Sie haben sich ja mit Händen und Füßen und allem, was Sie hatten, gewehrt, dass der Staatsgerichtshof eine Entscheidung fällt. Ja, das Urteil des Staatsgerichtshofes ist eindeutig. Die Zuordnung des Landtagswahlkreises 34 in Frankfurt mit einer Abweichung von über 25%, nämlich 27,08, ist verfassungswidrig. Und deswegen war das nicht, Herr Innenminister. Ja, was denn, Herr Kaufmann? Nehmen Sie doch einmal zur Kenntnis, Sie haben gegen Ihr eigenes Gesetz verstoßen. Da müssen Sie einmal die Größe haben, sich hier hinzustellen und zu sagen, das ist so. Das können Sie nicht. Wir mussten mit der Klage
erst die Möglichkeit eröffnen, dass der Staatsgerichtshof ein Urteil fällt. Und gestern sagt der Innenminister, klatsche für die SPD. Wo leben Sie denn? Was haben Sie denn für ein Rechtsstaatsverständnis, meine sehr verehrten Damen und Herren? Sie verstoßen gegen Ihre eigenen Gesetze und maulen dann, wenn der Staatsgerichtshof Ihnen Sie darauf hinweist, zu Recht und Gesetz zurückzukehren. Peinlich, 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 was Sie alles erklärt haben. Und der Staatsgerichtshof hat gesagt, wir akzeptieren die Zahlen von 2015. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen, müssen das auch so akzeptieren, weil der Innenminister sich gar keine Mühe gemacht hat, neue Zahlen zu erforschen. Und deswegen, meine Damen und Herren, erst die Klage der SPD-Fraktion vor dem Staatsgerichtshof hat dieses Urteil möglich gemacht. Und Sie sollten sich für Ihr Vorgehen an dieser Stelle öffentlich entschuldigen. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Bellino, Fraktion CDU. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Landeswahlgesetz wurde 2017 mindestens dreimal im Plenum diskutiert. Es war auch 2018 bereits Gegenstand der Diskussion, wurde vor dem Staatsgerichtshof verhandelt und gestern in erster Lesung ein neuer Gesetzentwurf eingebracht. Und heute, meine Damen und Herren, noch einmal eine sogenannte Aktuelle Stunde. Wieder einmal eine Aktuelle Stunde der SPD, die ins Leere geht, die versenkt wird. Ihnen gehen die Themen aus, deshalb müssen Sie auch immer wieder in die Wiederholungsschleife gehen. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe dafür, dass Sie bei den 16 herumdümpeln, wie das immer wieder in den bundesweiten Umfragen festzustellen ist. Ich frage mich, wann endlich einmal eine Aktuelle Stunde der SPD kommt oder ein Setzpunkt, der sich mit der Zukunft befasst. Eine Aktuelle Stunde, die kreativ ist, die etwas von Gestaltungskraft hat. Wenn ich aber etwas bewundere, dann die Schupfe, mit der der Kollege PGF hier wieder an das Rednerpult tritt. Da erleiden Sie vor dem Staatsgerichtshof eine krachende Niederlage. Ihr Rechtsbeistand, Ihr sogenannter Rechtsbeistand, wird als Professor mühsam betitelt. Ihm wird ein mühsamer Auftritt bescheinigt. Also die Studierenden tun mir leid, aber das ist ein anderes Thema. Sie müssen Ihre Klage, ja sicher, einen schönen Gruß an Professor Mühsam. Sie müssen Ihre Klage auf dringende Empfehlung der Landesanwältin und der Richter zurückziehen. Man muss ihm noch Formulierungshilfe angedeihen lassen. Der von Ihnen in vielen Punkten beklagte Gesetzentwurf oder das beklagte Gesetz wird bis auf eine Ausnahme voll innerlich vom Staatsgerichtshof bestätigt. Und Ihnen werden deshalb, Herr Kollege Rudolph, sogar zwei Drittel der Prozesskosten aufgebrummt, vollkommen zu Recht. Und da kommen Sie hierher, ziehen eine derartige Show ab und erfreuen sich an Ihrem eigenen Echo. Das, meine Damen und Herren, beeindruckt uns nicht. Ihnen mag es genügen, uns nicht. Erinnern wir uns, was wurde denn alles orakelt von Ihnen? Die Beschwerde, die Datenbasis sei falsch durchgefallen. Sie sahen sich in ihren Rechten beschnitten, vor dem Staatsgerichtshof durchgefallen. Sie zogen die 25-%-Regel in Zweifel, vor Gericht durchgefallen. Und die Krönung der Vorwurf der Manipulation ebenfalls durchgefallen vor Gericht. Das Einzige, mit dem Sie sich dann durchsetzen konnten, war, dass es einen einzigen Wahlkreis gibt. Einen einzigen Wahlkreis. Kollege Bellino, gestatten Sie eine Zwischenfrage vom Kollegen Schaus? Da reicht die Zeit leider nicht. Einen einzigen Wahlkreis gibt es, wo der Staatsgerichtshof sagte, hier ist eben die Unterschreitung, die Abweichung zu groß. Und das vergessen Sie immer wieder zu sagen, hat der Staatsgerichtshof auch deutlich gemacht, dass dieser Fehler nichts mit dem Innenministerium, nichts mit dem Hessischen Landtag zu tun hat, nichts mit dem Landesgesetzgeber zu tun hat, sondern dass er eben bedauerlicherweise in der Stadt Frankfurt vorkam. Und dass man hier dann zu reagieren hat, das war der Urteilsspruch. Zu zwei Drittel durchgefallen, und Sie ziehen ja eine Show ab, wo man fragt, dass man sich fragen muss, ob Sie überhaupt bei der Verhandlung anwesend waren. Aber während Sie das tun, was Sie am besten können, skandalisieren, aufbauschen und polemisieren, suchen wir nach Lösungen.
Wir haben angekündigt, dass es in der nächsten Periode eine große Wahlkreisreform geben wird. Wir haben angekündigt, dass es dabei eben nicht nur die Politik macht, sondern dass wir eine Kommission einsetzen werden, eine parteiunabhängige Kommission einsetzen wird, erstmals in Hessen einsetzen werden, die sich darüber Gedanken macht, wie die Wahlkreise am vernünftigsten geordnet werden können, und die sich auch überlegen, wann man es dann am sinnvollsten macht, zu Beginn der Periode oder in der Mitte oder wann auch immer. Das hat es in Hessen noch nie gegeben. Wir machen es, weil wir hier Handlungsbedarf sehen. Ihr Handeln, währenddem Sie polemisieren. Und wir sorgen eben auch für rechtssichere und praktikable Lösungen in dieser Legislaturperiode. Wir waren es doch, die, nachdem der Urteilsspruch vollzogen wurde, sofort, noch bevor die schriftliche Begründung da ist, mit der Stadt Frankfurt in Kontakt getreten sind, der Innenminister noch mehr oder weniger aus dem Gerichtssaal heraus, um dafür zu sorgen, dass wir auch als Parteien, die dann in Frankfurt natürlich auch antreten, möglichst schnell verlässliche Daten haben. Sei es drum, Sie sind sogar noch nicht einmal bereit gewesen, das jetzt hier im Mai-Plenum zu machen. Sie brauchen ja noch eine Anhörung. Ich frage mich, wen Sie anhören wollen, die Stadt Frankfurt, die uns die Daten geliefert haben. Vielleicht können wir auch mit dem Rechenschieber alles noch einmal nachholen. Kollege Bellino, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Gerne. Aber wir haben, wie ich bereits sagte, gehandelt, und so soll es auch sein. Wir machen eine große Reform in der nächsten Legislaturperiode und eben eine kleine, praktikable und rechtssichere Reform in dieser Periode, damit wir uns dann auf einen Wahlkampf freuen können und dass wir auch aus unserer Sicht dann nach einer erfolgreichen Wahl an die große Reform drangehen können. Besten Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Hahn, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ein wenig fehlt mir das Verständnis für die jeweils gespielte Empathie, die meine beiden Vorredner hier von diesem Pult aus gezeigt haben. Wenn man sich einmal den Werdegang dieses Vorgangs überlegt, glaube ich, ist sowohl bei der Sozialdemokratie wie aber auch bei den Regierungsfraktionen ein bisschen mehr Demut angesagt. Sie vergessen offensichtlich alle, dass es ein Schreiben des Innenministers aus dem Frühjahr des vergangenen Jahres gab mit dem Vorschlag, es soll alles so bleiben, wie es ist. Das vergessen Sie offensichtlich. Das gab es aber, und wenn es irgendjemand bestreitet, kann ich es ihm auch gerne vorlegen. Und daraufhin hat die FDP, die Rechtsstaatspartei, darauf hingewiesen. Wer lacht denn da? Was soll denn das? Was soll denn das? Ihr wärt doch voll ins Messer gelaufen, wenn diese Arroganz von Ihnen gerade durchgeschlagen hätte, Herr Möller. Das ist kein Werbeblock, das ist die Wahrheit. Die Rechtsstaatspartei FDP hat darauf hingewiesen, dass es ein ganz, ganz großes Risiko ist, wenn man nichts macht. Und wir haben das auch begründet. Und Gott sei Dank haben dann die Regierungsfraktionen den Ball aufgegriffen und einen Änderungsvorschlag unterbreitet. Und ich will Sie jetzt nicht daran erinnern, welche Worte mein Fraktionskollege Wolfgang Greilich in der ersten Lesung in etwas abgeschwächter Form, aber immer noch berechtigt in der zweiten Lesung hier vorgetragen hat. Dass nämlich das von Ihnen dann vorgelegte Gesetz in manchen Punkten nicht nur zu hinterfragen ist, sondern aller Voraussicht nach wegen veralterter Zahlenunterlagen verfassungswidrig ist. Ich weiß nicht, lieber Holger Bellino, warum man sich in dieser Art und Weise hier als jemand aufbauen muss, der ein Gesetz zunächst vorgelegt hat im Entwurf. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Regierungsgesetz gewesen ist oder ein Fraktionsgesetz, ist mir vollkommen egal. Jedenfalls, das erkennbar verfassungswidrig war, weil auf alten, unter anderem, weil auf alten Zahlenmaterial gelegen. Sondern haben Sie es noch einmal verbessert, und dann hat Kollege Greilich für die FDP-Fraktion bzw. waren dann sowohl Herr Blechschmidt als auch ich noch an diesem Puls zugange, darauf hingewiesen, dass immer noch eine große Gefahr besteht. Meine sehr verehrten Damen und Herren,
wenn Sie sich die Äußerungen des Präsidenten des Staatsgerichtshofes in den Urteilsgründen, aber auch vorgestern, gestern hier in diesem Raum noch einmal vor Augen führen, hätten Sie mit dem alten Gesetz die Landtagswahl 2018 durchgeführt, sie wäre vom Staatsgerichtshof nachher als verfassungswidrig aufgehoben worden. Also seien Sie doch einmal ein bisschen realistischer und sagen Sie, auch wenn wir die Liberalen manchmal nicht so wirklich mögen, aber an diesem Punkt, Gott sei Dank, habt ihr uns auf diesen Pfad getrieben. Ansonsten hätte nämlich die AfD die Riesenchance, als der Märtyrer nach der nächsten Landtagswahl zum Staatsgerichtshof zu gehen und zu sagen, guck mal, die Etablierten wollten uns draußen halten und das mit verfassungswidrigen Dingen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein bisschen mehr Demut würde bei diesem Thema allen gut tun. Und im Übrigen auch, lieber Herr Rudolph, der SPD. Sie selbst haben doch am Anfang, mir liegt hier vor eine Presseerklärung vom 28. September 2017, darauf hingewiesen, dass Sie erst in der nächsten Legislaturperiode eine Veränderung vornehmen wollen. Also, Sie haben uns in den letzten zwei, drei Tagen häufig vorgehalten, auch gerade meiner Fraktion, wir hätten die Meinung geändert. Also, so schnell kann keiner die Meinung ändern als die SPD in diesem Hause. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist mal gerade ein Jahr her. Da haben Sie noch von der neuen Legislaturperiode gesprochen. Und jetzt auf einmal, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen von den Sozialdemokraten, ja, man kann Ihnen dankbar sein, dass Sie zum Staatsgerichtshof gegangen sind. Sie wissen aus den Gesprächen, die wir geführt haben, dass wir darüber auch nachgedacht haben. Aber einer reicht. Sie haben dann ja auch den Rechtsberater der FDP in der Orchid-Kommission Verfassungsreform zu Ihrem Prozessbevollmächtigten gemacht. Das war eine gute Idee. Und jetzt werden wir, meine sehr verehrten Damen und Herren, in aller Ruhe prüfen, ob die Zahlen, die aus Frankfurt gekommen sind, denn wenigstens diesmal richtig sind. Ich habe so meine Zweifel, ob die diesmal wieder richtig sind, und habe auch schon darauf hingewiesen, wo ich meine Zweifel sehe. Das werden wir in dem Verfahren entspannt prüfen. Und ich hoffe aber, dass unser Geburtstagskind von heute dann trotzdem noch einmal als Wahlkreiskandidat in einem neuen Wahlkreis dann aber verfassungsgemäß aufgestellt werden kann. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächstes spricht Kollege Frömmrich, Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich finde, man sollte das, was hier zum Thema Urteil des Staatsgerichtshofes angeht, erst einmal ein bisschen abschichten. Erst einmal gebietet es, finde ich, der Respekt vor dem Staatsgerichtshof, dass wir jetzt den Auftrag des Staatsgerichtshofs annehmen und so schnell wie möglich ein neues Wahlgesetz vorlegen. Wir haben gestern Abend die erste Lesung dazu gehabt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Fragen der Wahlkreiseinteilungen bieten sich nicht für den politischen Streit an. Wir sollten alles unternehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen, damit die Integrität von Wahlen nicht infrage gestellt wird. Wir sollten alles unterlassen, was den Eindruck erweckt, Wahlkreise seien absichtlich zum Zweck der Vorteilsbeschaffung für gewisse Parteien zusammengestellt worden. Das tut uns allen nicht gut. Wir sollten das nicht tun, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Staatsgerichtshof hat in der Tat bestimmt, dass der Wahlkreis 34 neu zugeschnitten wird. Das ist für Fraktionen, wenn sie einen Gesetzentwurf im Landtag einbringen und durchsetzen und kriegen vom Staatsgerichtshof den Auftrag, ihr müsst da noch einmal nachbessern. Das ist natürlich nicht schön, da freut sich keiner drüber, aber es geht jetzt darum, diesen Auftrag schnellstmöglich umzusetzen. Und Herr Kollege Rudolph wäre nicht Herr Kollege Rudolph, wenn er nicht versucht, aus diesem Urteil seinen politischen Honig zu saugen. Ich habe nun schon mehrfach bei Verhandlungen des Staatsgerichtshofs anwesend, aber dieses Mal wie dieses Mal, das habe ich in der Tat noch nie erlebt. Ich glaube, das haben auch Mitglieder des Staatsgerichtshofs in dieser Form noch nicht erlebt. Der Auftritt des Prozessbevollmächtigten der SPD war, um es freundlich aufzudrücken, wirklich bemerkenswert. Der Vortrag, die Antragstellung, die Rücknahme von Anträgen, die Hinweise des Präsidenten, wie man denn die Änderungen zu formulieren hat,
Mit viel Hilfsangeboten des Verfassungsgerichts ist es dann dem Prozessbevollmächtigten doch noch gelungen, einen entscheidenden Antrag zu stellen. Das ist wirklich eine Lehrstunde gewesen. Dieser Auftritt war in der Tat bemerkenswert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zwischendurch, das muss man vielleicht auch einmal erwähnen, zwischendurch hat dieser Prozessbevollmächtigte dann auch noch vorgeschlagen, dass wir die Wahlen in den Dezember verlegen sollten. Da ist selbst dem Herrn Rudolph ein bisschen das Gesicht entglitten. Es war schon merkwürdig, dieser Auftritt. Dann hat der Prozessbevollmächtigte am Schluss noch den Staatsgerichtshof sozusagen ein bisschen zu Eile aufgefordert. Der Staatsgerichtshof hat sich den ganzen Nachmittag Zeit genommen, um diese wichtige Angelegenheit zu entscheiden. Der Prozessbevollmächtigte der SPD wollte aber noch an einer Vorlesung teilnehmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, er hat dann argumentiert, er wäre noch nie einer Vorlesung ferngeblieben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war ein Auftritt live in Farbe vor dem Staatsgerichtshof. Peinlicher geht es wirklich nicht mehr, liebe Kolleginnen und Kollegen, was wir da erlebt haben. Und am Ende ist doch die Frage, was ist übrig geblieben von dem, was Sie angegriffen haben? Und da hat der Kollege Bellino ja schon darauf hingewiesen. Gar nichts ist davon übrig geblieben. Gar nichts ist davon übrig geblieben. Zwei Drittel der Kosten müssen Sie tragen. Nein. Es ist gar nichts übrig geblieben, Herr Kollege Blechschmidt, es ist nichts übrig geblieben. Nein, im Grunde ist sich bei der gesamten Argumentation dessen, was die SPD vorgetragen worden ist, immer auf die Herkunft der Zahlen abgestellt worden. Also die Zahlen, die genommen wurden, um das Gesetz zu schreiben, die veralteten Zahlen des Statistischen Landesamts, seien nicht richtig, und man müsse auf die Zahlen der Bundestagswahl zurückgreifen. Und der Staatsgerichtshof hat gesagt, das geht schon einmal überhaupt gar nicht. Weil wenn es amtliche Zahlen sein müssen, dann müssen es die Zahlen sein, die amtlich sind, und das sind die des Statistischen Landesamtes. Von daher ist die Grundkonstruktion Ihrer Kritik in sich zusammengebrochen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und am Ende ist es beim 34 nur dazu gekommen, weil das Gericht Hilfestellung gegeben hat, dass man nicht mehr auf die veralteten Zahlen abhebt, sondern dass man den 34 angreift, weil die Stadt Frankfurt verkehrte Zahlen geliefert hat. Und dann hat das Gericht geholfen, und dann hat der Prozessbevollmächtigte seinen Antrag geändert, und dadurch ist es überhaupt zu dem Urteil gekommen. Es ist im Grunde von dem, was Sie beantragt haben, nichts übrig geblieben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das muss man einmal sehr deutlich sagen. Und Kollege Frömmrich, die Redezeit ist zu Ende. Komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Das muss man am Ende vielleicht doch noch einmal erwähnen. Ja, das Gericht hat uns aufgegeben, diesen Wahlkreis zu ändern. Wir haben einen Vorschlag dazu gemacht. Die Stadt Frankfurt hat diesen Vorschlag unterbreitet. Jetzt werden wir eine Anhörung machen. In der Anhörung werden wir schauen, ob die Zahlen und das Material, was geliefert worden ist, richtig ist. Kollege Frömmrich, bitte kommen Sie zum Schluss. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Herzlichen Dank. Aber das, was die SPD hier versucht, das ist leider fehlgelaufen. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Gut, dann ist die Aktuelle Stunde zu diesem Thema abgehalten. Der Minister hat sich nicht zu Wort gemeldet. Gut, okay. Also das Wort hat Staatsminister Beuth. In den letzten Debatten ist es ja eingeführt worden, dass wir die Reihenfolge, ja, das machen wir jetzt wieder auch mit Herrn Dr. Wilken, dass er sozusagen die normale Redereihenfolge hier durchkreuzt. Aber es ist halt so. Ja. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir werden den Fehler, den die Stadt Frankfurt gemacht hat, bei der Zusammenstellung der Zahlen für den Wahlkreis 34 korrigieren. Wir haben gestern einen Gesetzentwurf eingebracht, oder beziehungsweise die Fraktionen von CDU und GRÜNEN haben einen Gesetzentwurf eingebracht. Danach werden wir die entsprechenden Auflagen des Verfassungsgerichts hier befolgen. Meine Damen und Herren,
Wir haben in wenigen Tagen, nachdem die Stadt Frankfurt die Zahlen sozusagen überprüft hat, neue Zahlen geliefert hat, die Wahlkreisabgrenzung neu gemacht hat, haben wir in größter Eile, aber ich hoffe auch in größter Sorgfalt auf allen Stellen, und zwar nicht nur bei der Stadt Frankfurt, sondern auch bei uns im Hause, im Statistischen Landesamt und bei den Fraktionen unsere Arbeit geleistet, um dafür Sorge zu tragen, dass wir den Wahlkreiszuschnitt entsprechend neu machen können. Das aber, was wir hier miteinander diskutieren, meine Damen und Herren, das erinnert so ein bisschen an das Pokalfinale vom vergangenen Samstag, meine Damen und Herren. Und die Sozialdemokraten erinnern so ein bisschen, Herr Schäfer-Gümbel, das wird Sie freuen, erinnern so ein bisschen an den FC Bayern München. Wie im Pokalfinale, Sie haben bei dieser ganzen Frage des Staatsgerichtshofes, des ganzen Klageverfahrens, Sie haben schlecht gespielt, meine Damen und Herren. Sie haben schwache Argumente gehabt. Die Aufstellung dazu hat der Kollege Frömmrich uns zum Prozessvertreter gerade eben schon einmal etwas gesagt. Und dann, nach dem Spiel, Sie haben eine krachende Niederlage vor dem Staatsgerichtshof erlitten, meine Damen und Herren. Sie haben verdient verloren, weil Sie eben so aufgetreten sind, auch vom Staatsgerichtshof, wie Sie aufgetreten sind, und weil Sie schwache Argumente hatten, meine Damen und Herren. Und ich will Ihnen sagen, die schwachen Argumente, die durchziehen sich durch die gesamte Debatte des letzten halben Jahres, meine Damen und Herren. Sie haben uns vorgeworfen, wir würden die Wahlkreisabgrenzung, wir würden nicht korrekte Maßstäbe anlegen. Wir haben korrekte Maßstäbe angelegt. Sie haben gesagt, wir würden manipulieren. Wir manipulieren nicht. Der Staatsgerichtshof hat uns das genauso bestätigt wie den Interventionswert, den Sie kritisiert haben, von 25%. Auch der ist korrekt, meine Damen und Herren. Die Zahlenbasis ist hier diskutiert worden, rauf und runter, vor und zurück. Und da kann ich die Kollegen von der FDP nicht rauslassen. Von diesem Rednerpult ist eine Liste hochgehalten worden, wo der Staatsgerichtshof gesagt hat, das ist abwegig, meine Damen und Herren. Wir haben dieses Gesetz, das wir im Dezember hier verabschiedet haben, nach den Regeln der ordentlichen Kunst der Gesetzgebung gemacht. Es war korrekt, und es ist am Ende auch bestätigt worden, wenn nicht der Stadt Frankfurt ein Fehler bei den Zahlen unterlaufen wäre. Und insofern, meine Damen und Herren, die Anträge, die die Sozialdemokraten vor dem Staatsgerichtshof eingereicht haben, sind zurückgezogen worden im überwiegenden Teil. Sie mussten korrigiert werden. Der Kollege Frömmrich hat es dankenswerterweise schon dargestellt. Es musste mithilfe des Staatsgerichtshofs überhaupt ein entscheidungsfähiger Antrag am Ende formuliert werden, damit man zu diesem Ergebnis kommen kann. Und dann, meine Damen und Herren, dann machen Sie es auch so. Ich bleibe beim FC Bayern München und bei dem vergangenen Samstag. Dann ist es so, Sie haben verloren. Die Kostenentscheidung, die sagt das klipp und klar aus. Zu zwei Drittel sozusagen sind Ihnen die Kosten aufgelegt worden. Und dann sind Sie auch noch schlechter Verlierer, indem Sie heute eine solche Aktuelle Stunde hier anstoßen. Und der Kollege Rudolph ist noch nicht einmal bereit, die Debatte, die er angefangen hat, hier bis zum Ende anzuhören. Meine Damen und Herren, das ist unsportliches Verhalten, genauso wie wir das am vergangenen Samstag erlebt haben. Und, meine Damen und Herren, das ist unsportliches Verhalten, genauso wie wir das am vergangenen Samstag erlebt haben. Und die Aktuelle Stunde kommt mehr nach dem Rüssmann-Motto. Wenn wir hier nicht gewinnen, dann treten wir denen wenigstens noch den Rasen kaputt. So ist die Aktuelle Stunde hier zu bewerten. Wir werden einen Gesetzentwurf machen. Wir werden ein Gesetzgebungsverfahren jetzt machen, was die Parteien unter größte Probleme setzen wird. Ich frage mich, was Ihre Kandidatin Petra Schaaf im Wahlkreis 34 macht, die sich mit einer Stimme, wenn ich das richtig weiß, dort durchgesetzt hat, die überhaupt nicht weiß, wie es weitergeht, die irgendwann im Sommer eine Entscheidung ihrer Wahlkreisdelegiertenversammlung bekommt, ob sie überhaupt Kandidatin sein wird oder nicht, meine Damen und Herren. Ich finde, es hätte Ihnen gut angestanden, wenn Sie geholfen hätten, dass wir dieses Verfahren zügig zu Ende bringen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Das Wort hat Kollege Wilken, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Gestatten Sie mir eine Vorbemerkung. Wann und ob ich mich hier zu Wort melde, entscheidet nicht die Landesregierung. Ich möchte das Hohe Haus
mal noch einmal auf den Gegensatz hinweisen, wie er gerade deutlich geworden ist. Unser Staatsgerichtshof hat die Verhandlung damit eröffnet, dass wir hier über das Kernstück unserer Demokratie reden, wo alle Sorgfalt notwendig ist, wie wir diese Wahlen für den 28. Oktober zu gestalten haben. Und Sie gehen folgendermaßen damit um. Herr Bellino von der CDU sagt, alles versenkt, ist vollkommen überflüssig. Herr Frömmrich von den GRÜNEN erzählt Dönekes aus dem Gerichtssaal. Und Sie, Herr Minister, vergleichen das Ganze mit dem Sportereignis. Das ist blamabel, wie Sie damit umgehen, wenn es um das Kernstück unserer Demokratie geht. Meine Damen und Herren, ich habe Sie schon auf das Problem mehrfach hier hingewiesen. Es ist selbstverständlich, wenn Menschen handeln, immer möglich, dass auch Fehler passieren. Deswegen müssen wir uns um fehlertolerante Systeme bemühen. Und ein wichtiges Thema bei Fehlertoleranz ist, so rechtzeitig zu handeln, dass man eventuell gefundene Fehler noch rechtzeitig korrigieren kann. Und daran hapert es bei dieser Gesetzgebung wieder einmal. Und es hapert daran, dass selbst wenn die Landesregierung Kenntnis davon erhält, dass ein Fehler passiert ist, sie zwischen dem 22. Januar, wo sie die Kenntnis hat, und dem 8. März zu viel Zeit verstreichen lässt, bevor sie uns als Gesetzgeber davon in Kenntnis setzt. Und das ist ein Fehler, den haben Sie zu verantworten, nicht wir als der Gesetzgeber. Eine dritte Bemerkung. Wir sind auch sehr dafür, dass wir zu Beginn der nächsten Legislaturperiode an das Wahlgesetz herangehen, und zwar nicht nur an die Anlage, wo es um die Aufteilung der Wahlkreise geht, sondern Sie wissen, wir haben auch einen Gesetzentwurf hier im Geschäftskram, wo wir das Wahlrecht für alle fordern. Auch darüber sollten wir, ich gehe mal an, dass das diese Legislaturperiode von Ihnen nicht zustimmungsfähig ist, aber auch darüber sollten wir dann in der nächsten Legislaturperiode reden, weil bestimmte Stimmen dürfen im Moment gar nicht abgegeben werden. Und wir sollten dann sehr wohl, und diese Hinweise hat es doch im Gerichtssaal, im Staatsgerichtshof sehr wohl auch gegeben, sollten wir sehr wohl darüber reden, ob die jetzt im Gesetz stehende Toleranzgrenze von 25% in Ordnung ist, insbesondere dann, wenn wir mit so veralteten Zahlen arbeiten und wir wissen, dass die Bevölkerung mobiler geworden ist, auch was Zuzüge und Umzüge anbelangt. Auch darüber sollten wir dann reden, und zwar rechtzeitig, damit solche blamablen Geschichten, wie wir sie wieder erlebt haben, hier heute nicht mehr notwendig sind. Danke sehr. Vielen Dank. Damit ist die Aktuelle Stunde zu Tagesordnungspunkt 99 abgehalten.